Laufgeschäft mit Ventilator und Rollenbrücke. Hier sieht man schon den Außenparcours, wie es sieht aus. Dann haben wir einen langsamen Wellenboden und Waschbürsten. Die kennt man aus Freddy's Company und diverse andere Laufgeschäfte natürlich. Oh, mit Flammeneffekt. Dann haben wir hier solche Wippbögen. Und Drehteller. Oh. Richtig geil thematisiert. Oh. Oh. So, was haben wir hier? So ein Bimetall. Normal. Oh. Aufrollen. Die sehr gut rollen. Hier ist wieder so ein Wippbogen. So, und jetzt geht's in das eigentliche Laufgeschäft rein. Das alles hier vorne ist nur so ein Parcours. Haben wir Lollipops. So, und dann haben wir hier gleich so eine rollende Tonne. So wird das gemacht. Ganz einfach. YouTube. Hello everybody. How we every day, everybody. Super. Also einfach gegen die Laufrichtung laufen und dann einmal durchgehen. Danke. Beanjack. Okay, thank you. See you later. So. So, also nochmal Grüße an den jungen Mann von der Rolle. Hier haben wir wieder Laufrollen. So. Und Spider-Man. So, jetzt geht's los hier. Die Treppe. Hier wieder so ein Wackelboden, mit meinen Schuhen rutsche ich hier extrem. Oh. Laufband. Nicht ganz so schnell wie im Actionhaus. Und Laufrollen. So, dann haben wir hier so einen riesen Drehteller. Oh. Oh. Wackelboden. Ein Schiebeboden. Und, oh, so was Wackeliges. Oh. So, und jetzt geht's hoch in die zweite Etage. Über eine normale Treppe. Hast du gesehen, ob man da die normale Treppe auch nehmen kann bei diesen Wackeltreppen da? Wahrscheinlich schon. Hier ist ja eine normale Treppe und da kann man auch diese verrückte Treppe umgehen. Dann haben wir hier noch einen Lollipop. So, da unten sitzen die beiden. Hallo!
Lollipops. Oh, oh, oh. Die drücken einen durch. Oh. Oh. Also die Teile hier muss man aufpassen. Also die automatisch die selber drehenden Teller, die sind echt heftig. So, jetzt sind wir ganz oben in der Etage. Ja, zack, kommen wir nochmal runter. Und da hinten ist dann noch ein Außenparcours, der dann mit Wasser ist. Hier haben wir Iron Man. Also es ist sozusagen alles auf dem Marvel-Universum. Die Figuren alle von Marvel. So, und jetzt haben wir hier die Rutsche. Oder man kann halt hier die Treppe ganz normal runtergehen. Wir rutschen natürlich. Du rutschst auch? Oh Mann. Rutsche ist ja immer extrem gefährlich. Die kann extrem schnell sein. Alles frei? Sieht so aus. Ah! 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 Oh! Heide Witzka! So, gucken wir mal nach, warten wir doch auf den Kirmesfan Frankfurt. Wahnsinn, oder? Also die Rutsche ist schnell, sehr schnell und dreht sich andersrum wie die anderen Rutschen, oder? Sonst sind die Rutschen immer rechts rum. Und die ist aber links rum. Das ist total ungewohnt. Aber hier noch so Sandsäcke. Oh. Ah. So, welche Figuren haben wir denn hier? Incredible Hulk. Haben wir noch Drehteller und Stempel. Oh. Ja, auch nochmal der Hulk. Oh, das ist aber nicht Marvel, das ist Batman ist DC, ne? Stimmt, da ist auch Batman. Also nicht nur Marvel. Auch das DC-Universum. So, jetzt wird es interessant hier. Alles mit Wasser. Oh. Mal aufpassen hier, solche Wackelteile. Mit Wasser von denen, ne? Voll erwischt! Oh, das ist ja gefährlich hier jetzt mit dem Wasser! Okay, also man bekommt da mal eine schöne Erfrischung hier. Nein! Oh. Mein Rücken ist komplett nass. Sehr gut. So, und jetzt kommt aber das letzte Hindernis in diesem Wasserparcours. Marvel-Figuren, außer Batman.
Ja, ist auf jeden Fall lang, sehr lang, abwechslungsreich, nass, definitiv nass. So, mal hier noch. Da hinten ist dein Merch-Stand.